Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder leider ein aussortiert Flop-Produkte-Video für dich. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Warum leider? Weil ich es nicht mag, wenn Produkte mir nicht gefallen. Ich finde es total schade. Am liebsten hätte ich natürlich, dass alle Produkte bei mir funktionieren und dass mir alle Produkte gefallen, dass alles bei mir gut performt, aber ja, manchmal ist es so, dass es dann leider nicht so ist. Ihr bekommt es entweder dann zum Beispiel live in einem Schminkvideo mit, wenn ich das dann mit euch zusammen ausprobiere und dann auch feststelle, das ist echt nicht meine Farbe, nicht meine Konsistenz, nicht meine Applikationsart und Weise. Und ja, deswegen, das hier ist jetzt kein Bash gegen irgendwelche Marken oder sowas. Oder falls es dein Lieblingsprodukt ist, ist es auch kein Bash gegen dich. Sondern es ist einfach so, dass die Produkte, die ich hier in diesen zwei Boxen habe, ja tatsächlich zwei schon, bei mir einfach nicht funktioniert haben. Ich habe mir auch dann im Laufe der Zeit hier immer so Notizen zugemacht, warum das Flop-Produkte sind, deswegen werde ich hier ab und an ein bisschen spicken. Aber ich werde starten mit den Produkten, die ich im Gesicht trage, deswegen mache ich die Haare mal kurz zur Seite, denn ich habe eben mein Full Face mit den Beauty-Boxen geschminkt. Und da hat das ein oder andere Produkt dann doch nicht so gut performt, wie ich mir das gehofft habe, um das mal so zu sagen. Ich möchte anfangen mit meinen Lippen. Liquid Lipsticks und ich, wir sind nicht die allerbesten Freunde. Das wissen wir alle. Und ich finde auch, dass meine Lippenfarbe heute gut aussieht. Aber ja, es ist ja quasi ein bisschen so ziemlich genau meine Lippenfarbe. Nur halt ein bisschen mehr hervorgehoben. Und ich habe auch ein paar andere Lippenstifte, die halt genau diesen Farbton haben, die sich halt nicht so anfühlen wie dieser Liquid Lipstick. So, das hier ist der Riva Loves Me Mattitude Matte Liquid Lipstick und ja, das ist leider nicht meine Welt. Deswegen darf mich der jetzt leider verlassen. Wie gesagt, ich finde, das sieht ganz nice aus, aber ich mag nicht so gern Liquid Lipsticks. Ne? Ich trage die dafür viel zu selten und was soll das dann bei mir sein? Ne? Im Video selber habe ich bei den Produkten gegebenenfalls auch gesagt, dass ich die okay finde oder habe da schon meine Meinung zu abgegeben. Ich habe es dann aber auch nochmal eingeblendet, falls ich die Produkte im Nachhinein dann doch aussortiert habe. Denn ich war jetzt gerade, nachdem ich das Schminke gedreht habe, nochmal mit Sammy spazieren und konnte mir das ein oder andere im Tageslicht anschauen. Und da hat sich das dann als nicht so geil herausgestellt, zum Beispiel auch meine Fingernägel. Ja, ne? Das ist echt nicht die geilste Farbe auf dem Planeten, würde ich sagen. Ich mag die echt nicht. Also, ich weiß nicht, es ist so langweilig irgendwie. Ja, und das ist halt tatsächlich dieser hier, der Manhattan Super Gel Nail Polish in der Farbe 002 Make a Wish. Und ich hätte mir gewünscht, dass das hier nicht so in dieses extrem Rosenholz-Movige geht, was ich auf den Lippen gerne tragen würde, aber auf den Fingernägeln eher weniger, ne? Naja, ich habe auch schon in dem Schminke gesagt, dass ich den hier aussortieren werde von Sally Hansen, den Nail Shine Miracle Top Coat, das ist dieser hier. Auch den trage ich gerade über meinen Nägeln. Den mag ich nicht so gerne, weil der einfach so ein winzig kleines Füßchen hat und das nervt mich. Nö, da habe ich andere Topcoats noch und nöcher hier, die ich super gerne in Zukunft verwenden werde. Den hier nicht. Eine Mascara, die ich jetzt auch gerade auf den Wimpern trage, ist von Manakada, die Flutter Mascara Jet Black. Das ist die hier. Ich habe auf meinen Augen unterschiedliche Mascaren und diese hier habe ich auf dem Auge aufgetragen, habe dann aber nochmal on top eine Schicht von der Better Than Sex von Too Faced gegeben, die ich auf dem Auge trage. Ja. Wenn man schon das Bürstchen sieht, das ist ein Gummibürstchen, ja, was halt schwierig ist, ne? Vorne sehr dick, hinten sehr dick, in der Mitte sehr eng zusammengehend und hat kaum Fasern oder Noppen oder Härchen in der Mitte. Das greift meine Wimpern nicht. Das macht nicht wirklich irgendwas und nee, da muss das nicht sein. Da wird vielleicht jemand anders glücklich mit. Achso, was überhaupt mit den Produkten passiert, die ich hier so zeige, die ich aussortiere, die gehen in Trash-Pakete. Die gehen in meine aussortierte Kiste für Freunde und Familie, meine Grabbelkiste, wo drin gesucht werden darf. Und die gehen auch in Spenden. Also ich habe Pakete, die ich immer mal wieder spende bei uns in der Stadt, also im Dorf, in der Stadt,
das ist eine Kleinstadt quasi, gibt es die Möglichkeit, dass ich über die Tafel quasi die Produkte spenden kann. Da habe ich einen schönen Kontakt und das mache ich ab und an mal. Und auch an Frauenhäuser, an Wohngruppen habe ich schon gespendet oder ne, was das Herz begehrt, da habe ich einige sehr, sehr gute Kontakte, wo ich auch weiß, dass die Produkte ankommen. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, falls ihr selber mal eure Sammlung aussortiert, bitte nicht zu mir schicken. Ich habe selber genug, sodass ich immer wieder fleißig aussortiere, euch da an die ansässigen Frauenhäuser, an die Tafel, an alle möglichen Institutionen, die da bei euch in der Umgebung sind, zu wenden. Und darüber könnt ihr echt gut spenden. Und falls ihr sowas nicht in der Nähe haben solltet, eBay-Kleinanzeigen zu verschenken, da macht ihr sicherlich jemanden mit glücklich. Also das habe ich auch schon gemacht, ne? Genau, so. Ach so, und was auch super wichtig ist, desinfiziert die Produkte, das habe ich auch gemacht. Also bei den Produkten, die ich heute verwendet habe, habe ich das schon gemacht. Bei denen, die hier noch drin sind, muss ich das noch machen. Genau. My Little Beauty Glorious Days Highlighter Visage, das ist dieser hier. Und den trage ich auf dieser Seite. Der sieht soweit so gut aus, aber da ist auch noch was on top. Also dementsprechend ist er nicht allein dafür verantwortlich. Der ist ein bisschen zu dunkel, tatsächlich. Der hat ja auch noch so eine kleine Kappe drüber. Wie gesagt, Produkt ist schon desinfiziert, deswegen werde ich das jetzt auch nicht swatchen. Und ja, ne, man sieht es auch. Ich fand ihn auch viel zu hart, um ehrlich zu sein. Also man hätte ihn wirklich an die Haut geben müssen. Das fand ich blöd. Ich bin da mit dem Finger drüber und habe es drauf getupft. Das sah schön aus. Wirklich, das wäre auch für den Alltag gut geeignet, aber ich habe genug andere, mit denen ich das viel, viel besser machen kann, die angenehmer von der Konsistenz her sind. Den fand ich ganz blöd, Alverde Hydro Lippenprimer mit Aloe Vera, der hat sich abgerollt. Das war nicht meiner. Nee, den wollte ich halt unter dem Liquid Lipstick aufgeben und der hat sich, wie gesagt, abgerollt. Das hier war ein ganz furchtbares Produkt, Ico Galactic Lid Gloss in der Farbe Zodiac. Der war halt auf dem, also ich habe ja Schlupflider, ne? Und da, also ich habe den hier unten drunter erst aufgegeben. Kannst du vergessen, kannst du wirklich vergessen. Ist nicht wirklich getrocknet, hat sich dann auch wirklich abgeblättert und flog mir nachher im ganzen Gesicht rum. Das hat nicht funktioniert, ist natürlich halt auch dadurch, dass ich ein Schlupflid habe, verschwunden. Ganz gruselig, also der wird wegkommen, weiter wandern, wie auch immer den haben will. Ihr seht in meinem Gesicht nicht so unbedingt den mega bronzy Look, sondern es sieht sehr, sehr warm aus. Das liegt daran, dass ich einen Bronzer verwendet habe, der einen enorm goldigen Schimmer mit drin hat und der per se auch sehr, sehr warm ist. Den hatten wir mal in der Glossy Box mit drin aus der Aloha Edition irgendwie. Give Them Lala Beauty, das ist der hier, Ibiza Bronzer. Und ja, man sieht es halt, ne, dass er sehr rötlich ist. Also das ist kein aschiger Bronzer, kein kühler Bronzer. Der ist sehr, sehr warm. Ne? Also das ist dieser hier, ist echt schick mit dem Spiegel mit dabei. Ne. Kommt in der Kamera nicht ganz so rot und dunkel rüber, wie er eigentlich ist. Und ja, der muss gehen. Ich habe also im Video selber erst gesagt, dass ich den behalten werde. Ich werde aber einblenden, dass ich ihn auch aussortiert habe. Ich habe den nach einer Lidfalte verwendet, ne? Als Lidschattenersatz. Das war super, aber hier so, nee. So, jetzt kommen wir zu den Produkten, wo ich mir das, ciao, auch zu aufgeschrieben habe. Ja, ich habe ja auch ein Full Face mit den neuen Essence-Produkten gedreht und da habe ich die hier verwendet und zwar I Love Extreme Crazy Volume Mascara in Waterproof. Übrigens, Mascaren kann man nicht wirklich desinfizieren, das ist ein bisschen schwierig. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, deswegen gebe ich Mascaren am liebsten auch an Freunde und Familie weiter, weil da ist halt, ne, man kennt sich und so und es ist halt was anderes, als wenn ich das an eine fremde Person weitergebe, ne? Genau, die war mir einfach zu dezent, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich mag es einfach lieber, wenn die krasser sind. Ja, ist ein bisschen schade. Dann habe ich den Essence Highlighter mir aufgeschrieben. Muss mal gucken, wo ich den habe. Das mal hier. Hätte ich auch super vorbereiten können, aber ich wollte euch die vollen Kisten in die Kamera halten. Das ist eigentlich total dämlich, ne? Genau, Essence Highlighter. Das ist der X-Miss Wishes Candy Kisses Highlighter. Der war mir einfach zu dunkel. Das ist dieser hier und ja, ne, den sieht man halt so richtig auf meiner Haut. Der hat mir zu wenig geschimmert und war mir einfach insgesamt zu dunkel. Aber ich glaube, man kann das auch sehr gut sehen. Der riecht tatsächlich auch und ich lege ihn mir auch zur Seite, weil ich ihn noch desinfizieren möchte. Dann habe ich den Essence Blush aussortiert und zwar den The Blush. Der war mir einfach zu dunkel. Das ist dieser hier in der Farbe 70 Believing.
sieht man auch, ne? Der ist einfach zu dunkel für mich. Ja, ist halt mehr so in die Move-Richtung. Und in meinem Fullface habe ich den auch tatsächlich gemischt mit diesem hier, den ich von der lieben Ela mal geschenkt bekommen habe. Der ist mir aber leider zu hell. Pretty Blush, das ist dieser hier. Und das ist Terrific Garden Party, war wahrscheinlich die Limited Edition, ich weiß es nicht. Der ist an sich ganz nice, aber der ist halt echt viel zu hell für mich. Das, obwohl ich so ein richtig helles Häutchen bin, ne? Ja, dann habe ich einen Judith Williams Lippenstift, der mir leider gekippt ist. Der ist abgelaufen. Der Boost Lipstick Intensität, Fülle und Pflege. Der hat echt nicht lange gehalten, obwohl der 36 Monate halten soll. Und so lange habe ich den auf gar keinen Fall. Der schmeckt einfach vollkommen nach Knetgummi. Nicht oft verwendet. Schönes Nude, halt genau das, was ich auch gerade auf den Lippen trage. Voll mein Beuteschema, aber... Das ist Knetgummi und deswegen kommt der halt auch in den Müll tatsächlich. So, und dann habe ich eine Bodylotion aus. Das ist jetzt echt traurig, aber ich bin ja ehrlich mit euch, denn auch Kooperationsprodukte funktionieren nicht immer bei mir. Und wenn ich dann ein Überraschungspaket geschenkt bekomme oder so, kann es auch durchaus sein, dass die Produkte bei mir einfach nicht funktionieren. Ich mag ja richtig gerne von Dalton diese Körpercreme im Bottich, ne? Die mag ich gerne. Was ich aber gar nicht mag, ist die Bodycare Hydro Boost Moisturizing Emulsion. Das ist diese hier. Denn die krümelt auf meinem Körper bis zum geht nicht mehr. Ich habe erst überlegt, naja, vielleicht lasse ich mir das bis zum Sommer stehen und dann mache ich es im Sommer, vielleicht ist es da besser. Nee, da gebe ich das lieber vorab an jemanden weiter, die sich darüber freut, weil das ist ja auch ein Produkt, was ne, echt nicht wenig kostet und macht diese Person dann damit sehr, sehr glücklich wahrscheinlich. Es passiert einfach, ne, nach 6 Monaten ist das Ding abgelaufen. Was soll ich das jetzt 3 Monate hier behalten und dann hat, nee, ist irgendwie sinnbefreit, ne? Deswegen desinfizieren und weitergeben. So, dann habe ich noch die Benefit Bad Girl Bang Mascara hier drin. Das war so eine kleine und ich weiß nicht, wie lange ich die schon habe. Ich glaube, die war mal irgendwo in der Glossy Box in der Edition mit drin. Aber die muss jetzt leider gehen. Die wird auch nicht in meine Aufgebrauchgeschichte kommen, weil die ist halt einfach verklumpt. Ne? Ich habe die viel zu selten verwendet. Die ist mir einfach eingetrocknet. Das passiert leider. Und ja, wenn das passiert, dann ist das mein so. Dann habe ich eine H&M Mascara. Ich habe einige Mascaren aussortiert. Ich war da sehr, sehr kritisch tatsächlich. Das ist die Faux2Go Mascara. Die schaut so aus und die trägt sich beim Auftragen selbst ab. Ja, das habe ich mir, die habe ich mir einfach hingelegt, um einfach sie auszuprobieren. Ne? Das mache ich halt, wenn ich ganz normal mich so täglich schminke oder wenn ich mich für ein Video schminke und vorher halt nicht irgendwie ein Fullface geplant habe oder so, dass ich ein paar Produkte aus meiner Sammlung austeste. Und die hat ein richtig langes, dickes Gummibürstchen. Und bei meinen Wimpern ist es wirklich so, dass sie sich beim Auftragen abträgt. Das heißt, ich tusche meine Wimpern, mache ich ja immer erst eine Seite, dann die andere Seite, dann lasse ich das kurz antrocknen und dann gehe ich ja nochmal drüber und dann trägt die sich ab. Und das ist sehr, sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das wirklich nur an meinen Wimpern lag, deswegen werde ich die auch weitergeben an Freunde und Familie. Falls die irgendwo anders super funktioniert, ist es echt cool. Bei mir hat es echt nicht funktioniert. So, dann habe ich hier auch ein Fullface Ofra Cosmetics geschminkt und das hat leider nicht so gut funktioniert, um ehrlich zu sein. Ne? Da war ich ja ein bisschen traurig drüber. Huch. Und da habe ich hier die Foundation, die Liquid Foundation und habe ich in der Farbe Naked. Ich weiß gar nicht, ob ich sogar bei dem Fullface mir die Foundation sogar wieder abgeschminkt habe und nochmal von vorne angefangen bin. Ich glaube nämlich schon. Die ist mir viel zu dunkel. Sie ist fleckig, setzt sich auf trockene Stellen, Falten und Poren. Absolut unvorteilhaft für mich. Ne? Wenn man jemand ist, der eine perfekte Haut hat, ist es wahrscheinlich eine geile Geschichte. Und dann noch ein bisschen einen dunkleren Teint hat als ich. Aber ja, ist hochwertig in so einem schönen Glastiegel. Wunderschön. Kommt mit einem wunderschön, ne? Sowas mag ich ja gar nicht. Reindipfie, wie nennt man das? Spatel, genau. Das ist halt wirklich, als würde man sich Foundation drauf spachteln. Mein Freund nennt es ja auch gerne Spachtelmasse und damit hätte er auf jeden Fall bei diesem Produkt recht gehabt. Ja, ist leider nicht meine Welt, hat mir nicht gefallen. Wird weiter wandern. Bei solchen Produkten ist es eh meistens so, dass ich das einfach nur auf meinen Mischteller dann gebe oder auf meinem Handrücken mir auftrage. Dann ist es nicht so schlimm mit der Desinfektionsgeschichte übrigens. Ne? So, dann habe ich hier zum zweiten Mal, also ich habe es
tatsächlich schon mal die Ofra Mascara aussortiert. Ja, die klebt. Und zwar klebt sie dir die Wimpern oben und unten zusammen. Und ich finde sie ganz, ganz schrecklich. Also, weiß ich nicht. Das macht kein Wawawum-Ergebnis. Das ist einfach ganz, ganz merkwürdig, wie sie ist. Hier ist auch gerade ganz viel Produkt dran. Hat so ein leicht gebogenes Gummibürstchen. Also bei mir funktioniert die wirklich vorne und hinten nicht. Nein. So. Was habe ich hier? Genau. Ofra Lippenprodukte habe ich auch mal aussortiert. Milli und Bass habe ich hier aufgeschrieben. Sind das die beiden? Ja. Und ich bin einfach, irgendwie werde ich mit den Ofra Lippenprodukten nicht warm. Tatsächlich. Also das hier ist die Farbe Buzz und das ist die Farbe Milli. Ja. Krümelig auf den Lippen, obwohl es ein Gloss ist. Genau, das sind beides Lipglosse, Flexi Slick und müsste hier ja auch draufstehen, ne? Dass es ein Flexi Gloss ist oder sowas in der Art. Ja, die krümeln halt alle beide, ne? Und ich mag das Gefühl einfach nicht, wenn Produkte auf meinem Gesicht, also auf den Lippen, auf den Augen, auf der Haut krümeln. Ich meine, wer mag das schon, aber das hat nicht funktioniert. Leider nein. Ja, sowas ist auch schwer zu desinfizieren, weil die Schwämmchen-Applikatoren haben. Rival de Loeb Nagellack habe ich mir aufgeschrieben. Der ist einfach wunderschön, aber der löst sich super schnell eben von meinen Nägeln. Ich glaube, der ist einfach schon ein bisschen alt. Das ist ja auch Rival de Loeb Young, ne? Eine richtig geile Farbe, immer wenn ich den getragen habe. Habt ihr mich gefragt, welche Farbe hast du auf den Nägeln? Sehr, sehr häufig dieses hier. Ja, der löst sich halt wie so eine Folie, ne? Das ist eigentlich ein ganz toller Ton. So ein hellblau, türkis mit diesen Schimmerpigmenten. Mega, mega nice. Aber das war halt echt schnell, dass er sich dann verabschiedet hat. Und das finde ich dann ein bisschen schade, weil Nagellack sollte bei mir schon eine Woche halten. Ansonsten finde ich das ein bisschen zu nervig. Dann habe ich hier noch einen Highlighter und zwar von Becker. Wir sind alle sehr, sehr traurig, dass Becker aufhört. Also das ist die Marke ja ab September, wird es sie ja nicht mehr geben. Dennoch, auch wenn es quasi ein Sammlerschätzchen wäre, muss ich mich jetzt hiervon trennen. Und zwar von Chloe und Malika. Das ist diese Limited Edition, die Sweethearts. Ich glaube, die habe ich mir selber mal irgendwann ertrashed. Also von daher, ne, hat schon mal jemand gesagt, die mag ich nicht. Die sind mir einfach zu dunkel. Und dann ergibt es keinen Sinn. Das sind ja diese Buchstaben. Am meisten Sinn würde es sowieso ergeben, wenn man die klein macht und die dann zu einem normalen Highlighter presst. Meine Meinung. Genau. Ja, aber das darf mich jetzt verlassen. So, jetzt kommen wir zu der nächsten Geschichte. Und zwar habe ich hier von Urban Decay eigentlich eine Puder Foundation. Die ist mir zu dunkel. Das ist die Stay Naked The Fix. 10NN ist die Farbe, aber die macht mich so dermaßen weiß. Und jetzt ist ja eigentlich der Zeitpunkt, wo ich im allerweißesten bin. Sprich, wo mir alles passen müsste, wo ich mir in meiner Excel-Tabelle die Notiz gemacht habe, Winter Foundation. Ne? Deswegen probiere ich jetzt auch Winter Foundations von mir durch, um zu gucken, passt die mir wirklich im Winter oder ist sie mir einfach zu weiß? Und die ist mir zu weiß. Die habe ich jetzt auch schon mehrere Male mir aufgetragen. Genau, und die schaut so aus. Das ist halt, ja, man sieht es auch, wie hell die ist, ne? Man kann sich das auch wirklich mit einem fluffigen Pinsel übers ganze Gesicht geben, wie ein Puder. Aber dafür ist es halt sehr, sehr deckend. Da muss man echt aufpassen. Und das ist mir zu hell. Ich wüsste nicht, wer in meinem Freundes- und Familienkreis vielleicht sogar noch ein Tick heller ist als ich. Fällt mir so spontan gar nicht ein, muss ich gestehen. Hier ist auch noch so ein Schwämmchen mit dabei, was ich offensichtlich noch nie benutzt habe. Und ja, da werde ich auf jeden Fall jemanden mit glücklich machen, weil das ja an und für sich ein gutes Produkt ist, ne? So, das By Terry Puder, was ich hier habe, das Hyaluronic Hydra Powder, was ich im By Terry Adventskalender mit drin hatte, ist mir ebenfalls viel zu weiß, viel zu hell. Und da ich halt oft hier vor der Kamera sitze und Videos drehe, habe ich auch sehr viel mit Flashback und sowas zu tun. Das heißt, auch wenn ich die Thumbnails mache. Und hiermit habe ich das ein oder andere Thumbnail gemacht und habe es mir angeschaut und musste echt schlucken, weil ich mir gedacht habe, holla die Waldfee, Claudinchen. Siehst du aus, als hättest du gerade gemacht. Ernsthaft. Genau so sah das aus. Und deswegen muss es gehen. Das ist für mich zu hell für den, also, ne, für hier und für den Alltag eigentlich auch. Und das macht keinen Sinn für mich. So, Jekka Black habe ich hier. Das war auch irgendwo mal in einer, irgendwo war das mit bei, weiß ich auch nicht. In einem Adventskalender, glaube ich. Glow Drops Highlighting Primer for Face. Vegan Friendly, Cruelty Free in der Farbe Champagne.
Ja, das sind so Highlighter-Drops. Ich habe mittlerweile sehr, sehr schöne Highlighter-Drops, zum Beispiel von Ilamasqua, den OMG, den ich hier gerade trage. Der ist wunderschön. Habe ich heute auch das erste Mal ausgetestet. Oh mein Gott, ist das schön. Oder von Charlotte Tilbury habe ich auch richtig schöne flüssige Highlighter. Mega geil, aber der ist mir einfach mit viel zu chromem Glitzer. Das ist, den kannst du auch nicht fürs ganze Gesicht verwenden. Das sieht so aus wie eine Disco-Kugel. Kannst du vielleicht Karneval verwenden, sofern man irgendwann mal wieder Karneval feiern darf. Aber der ist sehr, 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 sehr grob. Ne? Ich brauche was Feines. Ich brauche was Sanftes, was schon Auffälliges, aber nicht mit so grobem Glitzer. Da habe ich keinen Bock drauf. Nee. So. Dann habe ich von Steve Laurent den Highlighter. Auch das ist mir viel zu dunkel. Hatte ich in einer Glossybox hier aus, wo wir diese Limited Editions hatten, wo wir die Boxen aus verschiedenen Ländern bekommen haben, dieses Sale-Gedönsen. Das ist halt echt super dunkel. Man sieht es jetzt auch in der Kamera, ne? Werde ich nie als Highlighter tragen können, ist dieses kleine Pöttchen. Ich habe erst gedacht, naja, vielleicht als Pigment fürs Auge. Werde ich im Leben nicht verwenden. Nein. Weg. Dann habe ich ja leider, leider ein Produkt von Tamtam. Ich glaube, der ist mir gekippt in der Farbe Moon. Das ist ein richtig schöner, heller Gloss, mochte ich gerne leiden immer. Aber der schmeckt echt merkwürdig und deswegen kommt er jetzt in die Tonne. Ich glaube, der ist mir gekippt. Der Ofra Highlighter, den ich... zu hart? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Nee, Quatsch. Der Oritza Highlighter in der Farbe... Nein, der Opaline Flawless Highlighter in der Farbe Champagne Pearl. Der ist, ich hatte mir nämlich aufgeschrieben, zu hart und zu dunkel. Ja, ich habe hier noch einen von Ofra liegen und habe mir gedacht, hey. Aber das ist auch wieder so ein Stick Highlighter. Der ist einfach zu dunkel, ne? Man sieht es auch. Und auch da, wenn ich diese Stick Highlighter habe, möchte ich nicht so was Dunkles haben. Ich möchte dann schon sowas. Ne? Das soll schon schön aussehen, aber bei Boxen kannst du dich halt selten entscheiden. Dann habe ich hier Mikura Body Scrub 2-in-1 Body Wash and Scrub Gel Biodegradable Glitter, also quasi biologisch abbaubarer Glitzer. Hatten wir in einer Sonderedition der Goodiebox mit drin. Hat keine Peeling-Wirkung auf meinem Körper, meiner Meinung nach. Und ich frage mich, was der Glitzer da drin soll. Also das fand ich echt merkwürdig. Hat einen sehr komischen Duft, habe ich mir auch aufgeschrieben. Da rieche ich doch mal dran. Ja, definitiv. Also es ist schon sehr säuerlich, natürlich, aber ich glaube, dass es auch irgendwas mit Grapefruit oder sowas war. Aber sehr, sehr merkwürdiger Duft, kann ich gar nicht so beschreiben. So, bäh, mag ich nicht. Dieses Peeling Body Scrub Gel, sowohl Peeling als auch Body Wash, ist reinigt, peelt sanft und entfernt abgestorbene Hautzellen, während es die Haut mit Feuchtigkeit versorgt und pflegt. Ja, war nicht meins, wird weiter wandern. So, was haben wir als nächstes? I Heart Revolution Eyeliner. Da habe ich auch geschrieben, dass es einen doofen Pinsel hat. Das sieht wunderschön aus. Ich mag dieses Horn, habe ich in meinem Full Face Revolution verwendet. Ja, es ist ein unsauberer Auftrag. Das ist ein doofes Applikatorpinselchen. Mag ich nicht. Ich habe auch so ähnliche schon von anderen Marken getestet, aber das hier ist ganz besonders kacke. Und ja, ich weiß nicht, hatte ich in der Pink Panda Surprise Bag, glaube ich, mal mit drin, ne? Nee. Mochte ich nicht. Wird weiter wandern. So, dann habe ich einen Concealer, der mir viel zu dunkel ist, auch im Sommer. Sonst ist der wohl ganz gut, aber der ist mir einfach viel zu dunkel. Das ist der Revolution Fast Base Concealer in der Farbe C4. Leute, ne? Ich bin nicht C4. Nein, im Leben nicht. Ich glaube, C2 wäre das Dunkelste, was ich von Revolution-Produkten verwenden kann. Aber auch den gab es gratis mit dabei, als man mal bestellt hat bei Cosmetic for Less. Von daher, ne, ist okay. Habe ich ausgetestet. Der ist schön, ne? Aber der ist viel zu dunkel und macht mir halt wirklich so Augenschatten. Geht gar nicht. Okay, dann habe ich noch ein Augenbrauengel. Ja, das ist halt ein Problem, was ich sehr häufig habe. Ich habe halt Augenbrauen, die sehr minimal vorhanden sind. Sie sind da, aber sie sind sehr wenige. Mit dem Brow Booster, den ich aktuell verwende, den ich in der Infobox verlinken kann, habe ich mir schon einiges zurechtgezüchtet. Also es wird schon besser, aber es ist lange noch nicht das, was ich gerne mal hätte. Deswegen habe ich oft das Problem, wenn ich so Pinselchen habe oder so Bürstchen habe, dass mir das Produkt, was ich dann auf den Augenbrauen drauf habe, weggebürstet wird, wenn ich zu nah mit diesen Bürstchen auch irgendwie an die Haut komme, weil die male ich ja auch mit an.
Ne? Das heißt, das ist mir zu feucht, das hält nicht gut. Und das ist das Augenbrauengel von Revolution und das gefällt mir einfach nicht. Und deswegen darf es mich jetzt verlassen. Auch wenn ich mich irgendwann mal dazu entschieden habe und deswegen diesen Klebi drauf gemacht habe, dass das Produkt bleiben darf. Nein, es darf nicht bleiben. Und ja, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass das Bürstchen einfach zu dick ist. Ich weiß es nicht. Ich mag ja super gerne diese ganz, ganz dünnen, feinen Bürstchen oder wie jetzt von 24 Hours Brow Setter von Benefit. Das mag ich auch ganz gerne. Das ist ja eher so ein Gummibürstchen, richtig Gummi, ne? Ja, deswegen, das muss gehen. Kann man leider nicht desinfizieren. Mal gucken. So, Revolution Press Blusher. Der hier. Das ist aus dem Adventskalender einer gewesen. Das ist in der Farbe einfach Press Blusher. Und der hat die ähnliche Farbe wie Rose Kiss. Und Rose Kiss ist ein Blush, den ich schon in meinem Sortiment drin habe. Und doppelt brauche ich den nicht. Deswegen darf der jetzt gehen. Und Rose Kiss hat einfach eine schönere Verpackung und ein schöneres Pressing. Ich glaube, ihr seid jetzt ein bisschen verschoben, weil ich gerade den Akku wechseln musste. Sorry. So, dann gucken wir jetzt mal weiter. Und zwar habe ich hier den hier. Oh Gott, der war mir viel zu pink, viel zu krass. I Heart Revolution Soft Shimmer Blusher in Strawberry. Ne, das war so eine Limited Edition mit diesen Früchten und Schlag mich tot. Avocado und sowas alles. Aber der ist halt super intensiv. Also damit sehe ich aus wie Barbie. Ich mag das gerne, wenn ich so frische Blushes habe. Aber der ist mir zu frisch. Das ist mir jetzt einfach eine Stufe zu hart, um ehrlich zu sein. Das ist mir einfach zu krass. So. Ja. Dann habe ich noch von Revolution Pro den Sculpting Bronzer in der Farbe Balao. Der sieht auch schön aus vom Packaging. Mochte ich auch super, super gerne halten und haben. Aber der ist mir zu rot. Leider. Ja, vielleicht eine andere Farbe nochmal nachkaufen. Claudi kann nicht mehr reden, weil sie den so schön findet und sich nicht davon trennen möchte. Aber sie muss, weil dieser Bronzer einfach leider viel zu rötlich für mich ist. Man sieht es auch, ne? Ja, schade. Echt schade. Aber man sieht es halt auch, mir stehen echt nicht diese super warmen Bronzer. Ich mag das nicht. Ich fühle mich damit auch einfach nicht wohl, ne? Ja. Schade. Der darf jetzt auch gehen und wird auch auf die Desinfektionsschiene geschoben. Ja, jetzt kommen wir zu einer Lidschattenpalette, die Revolution Pro Night and Day. Ja, das ist die hier. Die habe ich auch in meinem Full Face Revolution verwendet. Die sieht an sich schön aus und ich dachte auch, ich will sie wohl behalten, aber ich habe echt ein paar Nächte drüber schlafen müssen. Die matten Töne sind mir leider viel zu fleckig, damit kann ich echt nicht arbeiten und die sehen aus wie Matschepampe auf meinen Augen. Und einzig wegen dem Blau und dem Gold würde ich das behalten. Und Blau und Gold habe ich schon in vielen, vielen anderen Paletten drin. Ne? Ist echt schade. Der Ton ist sehr aufregend, sehr cool, das ist so ein Duochrome, aber auch den habe ich in anderen Paletten drin. Ne? Wenn ich zum Beispiel an meine 1991er Palette Alicia Marie denke, safe, ne? Da fahre ich definitiv besser mit. Ist ein bisschen schade, aber ich hatte die, glaube ich, auch im Sale ergattern können oder so. Ich weiß es nicht. Ja, aber es ist schon schade. Ja, ich habe keinen Platz mehr. Und dann habe ich last but not least noch einen Ofra Highlighter. Das ist der Mini Highlighter in der Farbe Blissful. Ich mag so gerne die Highlighter von Ofra, aber der hier ist mir einfach zu dunkel. Kann ich nicht. Kann ich einfach nicht tragen. Nee. Da habe ich andere, die schöner sind. Zum Beispiel aus der Samantha March Collection. Ne? Oder halt der Klassiker Rodeo Drive. Aber der hier ist einfach zu dunkel für mich. Ja, das sind jetzt die Produkte, die ich aussortiert habe, die ich deklattert habe, während ich quasi sie verwendet habe. Und ja, ich habe ja auch immer eine Kiste stehen mit Produkten, die quasi noch ein, zwei, dreimal mehr getestet werden müssen. Auch in dieser Box waren diese Produkte mit drin. Das heißt, ist nicht nur einmal getestet und weg, jedenfalls nicht alles davon. Ein Teil vielleicht schon, aber nicht alles. Ja, aber es schmerzt immer sehr, weil vieles davon habe ich mir auch einfach selber gekauft. Und selbst wenn ich es zugeschickt bekommen habe, habe ich mir das Produkt ja auch erarbeitet, um das so zu sehen. Ne? Das heißt, es ist jedes Mal echt unangenehm, wenn ich mich von einem Produkt trenne und es ja, schmerzt. Tatsächlich. So ihr Lieben, jetzt werde ich noch ein bisschen hier aufräumen, sauber machen und so weiter. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aussortiert und platt gemacht Videos. Ja, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!